Bei jedem Einkauf im Asti Store erhältst du 5% Rabatt. Zeig uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Gewinne außerdem 2 VIP-Tickets für das letzte Heimspiel gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Naja, in der ersten Halbzeit haben wir diese Sachen gemacht, die uns auszeichnen. Wir waren ruhig am Ball, wir haben den Ball schnell laufen gelassen über viele Stationen, haben die Seiten verlagert und dann sind wir einfach zu Tormöglichkeiten gekommen, haben uns die Chancen herausgearbeitet. Und das hat uns dann in der zweiten Halbzeit gefehlt. Wir waren unruhig, wir haben nicht diese Ballruhe gehabt, haben viele lange Bälle geschlagen, haben den zweiten Ball verloren und dann ging es postwendend wieder auf unser Tor. Das war, glaube ich, die zweite Halbzeit. Da dürfen wir mit uns selber nicht zufrieden sein, müssen es so schnell wie möglich aufarbeiten, wieso uns da die Sicherheit fehlt, weil wir haben die erste Halbzeit ganz ordentlich gespielt. Ja, man muss ehrlicherweise zugeben, dass wir in der zweiten Halbzeit allgemein irgendwie die spielerische Linie verloren haben und damals auch in dieser Phase halt echt mit Standards bombardiert. Wir haben dumme Fouls gemacht, die zu Standards geführt haben und haben dann vor allem bei dem einen halt nicht richtig aufgepasst, nicht die Linie gehalten, haben uns hinten reindrängen lassen, da war es irgendwann eine Frage der Zeit, dass das Ding einscheppert. Ich glaube, was uns am meisten ärgert, ist einfach, dass wir die spielerische Linie verloren haben. Ich fand, bis zu 45. sah es richtig gut aus, aber zweite Halbzeit hat auch das Spiel bestimmt und wir haben mehr reagiert als agiert. Und ja, wenn sie 20, 30, 40 Freischüsse haben oder Standardsituationen haben, dann rutscht da mal irgendwann einer durch und das ist leider passiert. Und wir wollten hier unbedingt 3 Punkte mitnehmen, gerade auch für unsere Fans. Das wäre so wichtig gewesen und ja, jetzt ist ein Punkt, es ist nichts Schlimmes passiert, also, aber es ist trotzdem ärgerlich, weil wir wollten 3 Punkte haben. Ja, wir wussten, dass hier extrem über den Kampf geht, ja, dass die extrem pressen werden. Das haben sie auch so getan, aber wie gesagt, ich glaube, wir haben die ganz gut im Griff gehabt. Ja. Nicht große Torchancen zugelassen, zwar vielleicht viele Abschlüsse, aber nicht große Chancen. Ja, und dann kriegst du halt einen Standard, sowas kann immer mal passieren. Deswegen müssen wir mit dem Unentschieden leben. Ja, natürlich, ein frühes Tor ist immer sehr hilfreich. Das bringt ein bisschen Ruhe in unser Spiel. Ich glaube, die zweite Halbzeit hat es dann nochmal bewiesen. Das zweite Halbzeit war im Spielrecht einfach stärker, hat mehr Ruhe am Ball. Dann kam Aue raus, hat mehr Druck gemacht und irgendwie haben uns ein bisschen anstecken lassen. Zum Schluss haben wir aber nochmal 2 Chancen für einen Sieg. Leider nicht geklappt. Und deswegen muss man halt ehrlicherweise zugeben, dass, glaube ich, ein Unentschieden zum Ende hin schon gerecht war. Ja, wenn man den Spielverlauf anschaut, dann müssen wir schon fair bleiben und sagen, dass eine Punkteteilung okay ist. Aber wenn wir die halt reinmachen, dann gewinnen wir hier 2-1. Da bin ich ziemlich sicher, dass Aue nicht mehr zurückkommt. Aber ja, das passiert einfach. Das ist Fußball. Man kann nicht jeden reinmachen, auch wenn er noch so einfach ist. Und wir haben zusammen gekämpft. Wir stehen da draußen zusammen. Ob wir jetzt ein Unentschieden oder verlieren oder einen Sieg holen, das erreichen wir alle zusammen. Und da kann man keinen einzelnen Vorwurf machen.